Ja, sehr geehrte Damen und Herren, danke, dass ihr hier seid. Es ist unser 11. Dornkongress und ich habe die Ehre, das Leben von Dieter Dorn zu erklären, zu zeigen. Und das ist jetzt nicht etwas Selbstverständliches. Ich muss sagen, ich habe Dieter Dorn kennengelernt, jetzt vor circa 10 Jahren. Von der Dorn-Methode habe ich sehr viel gehört und von Dieter selber. Und jetzt möchte ich ein bisschen was dazu erzählen, beitragen, wie sich das entwickelt hat. Angefangen, ich habe mit Reinhard das alles durchgegangen, hat alles gefangen, 78. Denkt ihr, der Dieter war gerade 39 Jahre alt. Man sieht es hier im Sägewerk. Da muss er einen Baumstamm gehoben haben, ungünstig und sich verrissen haben. Dann ist er gegangen. Da ist das Sägewerk, wo Dieter gearbeitet hat. Man sieht, so einen Baumstamm zu heben, ist wahrscheinlich nicht so einfach. Ich weiß es, ich habe inzwischen selber auch ein Sägewerk. Und dann ist er zum Josef Müller gegangen. Und das ist das erste und einzige Bild, das wir je gefunden haben. Wir haben im Reinhard das ganze Archiv, alle Bilder durchgesehen. Und da sagte er, das ist der Josef Müller, der Schlossbauer, der den Dieter dann eingerichtet hat. Oder der hat ihm dann, ihr seht, ein schönes Bild, der hat dann einige Zeit ab und zu mal Vieh eingerichtet oder er hat dem Dieter dann den Finger ins Kreuz gedrückt und gesagt hat, beweg dein Bein, schwing dein Bein, sein Schmerz war weg, er konnte kurz darauf wieder arbeiten. Und so hat alles angefangen. Er hat ihn dann besucht und wollte es von ihm lernen. Der Josef Müller war damals schon krank. Es war ein Onkel von Dieter Dorn, dass man das auch weiß. Und der ist kurz darauf gestorben und sagt, das kannst du auch. Und ihr seht, so hat es angefangen. Jetzt, du kannst es auch, ihr kennt es vielleicht oder habt es gehört, die erste Patientin, wie kann es schon anders sein, war seine Frau. Und die hat immer Kopfschmerzen, Migräne. Er hat gefühlt, dass etwas hier etwas Hartes ist im Nacken. Und hat auch gesagt, wie beim Josef Müller, bewegt den Kopf. Der Kopfschmerzen sind bis heute nicht mehr gekommen, hat er immer wieder erzählt. Und die nächste Patientin war eine Nachbarin, die hatte mit der Hüfte Probleme. Und Dieter ist dann hin, hat gesehen, sie hat ein längeres und kürzeres Bein. Also diese Sache kommt auf Dieter zurück. Der hat dies entdeckt, dass ein Mensch längere und kürzere Beine hat. Wir wissen das inzwischen, dass es sehr viele haben. Und er hat es da gesehen und hat das längere Bein in die Hüfte beziehungsweise wieder nach innen geschoben. Für ihn war klar, nicht das kürzere rausziehen, sondern das längere reinschieben. Der Frau ging es besser und die hat angefangen zu erzählen. Schau, was mir passiert ist mit Dieter. Und ich war da. Und dann ist einer im Monat gekommen. So hat es der Reinhard erlebt. So hat er uns mir erzählt. Es kam einer im Monat. Dann kam später jemand, eine Person in der Woche. Dann irgendwann einmal pro Tag. Und dann irgendwann waren es, wie viel? 20, 30 Leute pro Tag nach der Stallarbeit. Und das hat sich in 10 Jahren hochgeschaukelt. Das ging nicht von heute. Jemand behandelt und dann ging's los. So hat's angefangen. Ihr seht, der Reinhard, wie er etwas jünger war. Und so ging es dann los in der heimischen Küche, auf dem Sofa, die Beinlängekorrektur, die Lendenwirbelkorrektur. Also es war an der Tagesordnung, dann kamen immer mehr Leute nach der Stallarbeit.